wäre es mir natürlich lieb, wenn es nicht so kommt. Aber gut, das wird man sehen. So ein weiter Weg bis dahin. Ich denke, wir haben ein schweres Auswärtsspiel gewonnen. Erstmal natürlich auch angelaufen, was natürlich klar bei dieser Jahreszeit natürlich gewohnt tiefer Boden ist und auch schwer ist für beide Mannschaften, Fußball zu spielen. Und darauf haben wir uns vorbereitet, haben gedacht, wir müssen im Prinzip so ein bisschen Winterfußball spielen. Längere Bälle spielen, nicht so viel klein spielen, nicht so viel ein Kontakt spielen, wirklich einen sauberen Pass spielen, auch ruhig einen größeren Pass, einen längeren Pass. Das haben wir in der ersten Halbzeit, denke ich, sehr, sehr gut umgesetzt, haben immer wieder gerade über Dörfler viele Aktionen gehabt, wo auch der Elfmeter dann fällt. Da waren wir wirklich sehr, sehr präsent und hatten einige Kontersituationen, die wir nicht gut ausspielen und haben im Gegenzug auch nicht viel zugelassen. Das haben wir gut gemacht, aber ja, in der zweiten Halbzeit haben wir das so ein bisschen eingestellt, haben, wurden zu klein in den Aktionen, haben dann viele Ballverluste gehabt, viele Pässe gingen weg, haben den Gegner damit natürlich auch wieder reingebracht und das haben die auch sehr, sehr gut gemacht, haben uns echt alles abverlangt und wir hatten nicht mehr so richtig Zugriff. Deswegen dann auch die Umstellung auf 4-2-1, das hat dann etwas besser geklappt und dann fiel auch das 2-0 und eigentlich, ja, was dann normalerweise ein Spiel wurde, wo du auch das dritte und vierte machen musst, wenn der Gegner so hoch steht, aber wir haben es dann einfach nicht hingekriegt, den letzten Pass hinter die Abwehr zu spielen und deswegen wurde es dann auch am Ende nochmal eng und der Elfmeter für mich völlig unnötig. Erstmal der Einläufer, den muss man verteidigen, dann darf Torwart nicht so hingehen, dann machst du das Spiel einfach nochmal spannend in den letzten 7 Minuten. Und ja, von daher, das hat mir dann nicht so ganz gefallen am Ende, aber im Großen und Ganzen haben wir hier ein schweres Ausgespiel über Kampf gewonnen und ganz, ganz wichtige Punkte gemacht, schwere Punkte gemacht, die haben andere auch schon, lassen auch andere sicherlich noch Punkte liegen. Von daher bin ich heilfroh, dass wir heute gespielt haben, dass wir gepunktet haben und ja, wenn man die anderen Ergebnisse sieht, Feldberg verliert, Bocholt verliert, nach unten wird die Luft immer ein bisschen größer und nach oben, Schonnebeck müssen wir mal abwarten, wie es dann wird. Aber ich bin erstmal froh über das Ergebnis und muss ein großes Kompliment an die Mannschaft machen. Wir haben letzten Sonntag nicht spielen dürfen. Jede Woche bereitet sich vor, muss die Woche die Spannung hochhalten. Dann muss man sagen, ja leider, Jungs, am Wochenende wird nicht gespielt. Diese Woche war ich auch lange fraglich hin und her, wir spielen nicht, wir haben schon Testspielgegner gesucht und so weiter. Nicht so einfach und das hat die Mannschaft aber dann insgesamt gut gemacht und nur klar, der Rhythmus fehlt uns in den letzten 3-4 Wochen so ein bisschen, weil wir hatten eine Woche frei, dann wieder gespielt, eine Woche frei, jetzt wieder gespielt, also von daher haben sie einen guten Job gemacht, die Jungs, und ich glaube, unterm Strich auch insgesamt verdient gewonnen, aber das Klappergebnis spielt den Spielverlauf schon wieder, denke ich. Josef, wünsche ich alles Gute, schöne Feiertage, schöne Weihnachten Ihnen allen und auch noch einen schönen dritten Advent. Dankeschön. Vielen Dank. Die freundlichen Grüße erwidern wir natürlich gerne. Gibt es von Seiten der Presse Fragen an den Gästetrainer? Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich Josef Scherfi um sein Statement. Ja, auch von mir erstmal herzlichen Glückwunsch an dich und deine Mannschaft. Ja, ich bin gar nicht unzufrieden. Also die Ergebnisse sind natürlich scheiße. Da gibt ja nichts viel schön zu reden. Aber ich glaube, wir haben aus dem Spiel heraus sehr wenig zugelassen. Udi musste permanent mit langen Bällen, auch wenn sie es vorhatten, agieren. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Dörfer. Deswegen habe ich auch umgestellt. Dann war es ein bisschen besser im Griff. Ich bin bei dem Elfmeter komplett anderer Meinung. Da war keiner, den hat er sich sehr schön rausgeholt. Und deswegen bin ich auch in der Gesamtbetrachtung, auch aufgrund der zweiten Halbzeit, hätte meine Mannschaft das Unentschieden eigentlich verdient gehabt. Sie hat sehr viel investiert. Wir haben die ganze Woche über, der eine oder andere, der es vielleicht gesehen hat, wir haben die ganze Woche über ein neues System eingearbeitet, mit Videoanalysen und. Wir haben sehr viel investiert in dieser Woche, um eben besser aufzutreten als zuletzt. Das war auch das, was ich der Mannschaft gesagt habe. Das Ergebnis ist zweitrangig heute. Ich will sehen, dass die Mannschaft sich von einer anderen Seite zeigt. Die letzten Heimspiele waren Grotte, das weiß die Mannschaft. Man ist mit Sicherheit nicht immer in der Lage, so viel Zeit zu investieren, wie wir es diese Woche gemacht haben. Dafür klappt das ganz einfach auch ein Hobby auf hohem Niveau. Aber wir wollen zu Hause bessere Ergebnisse, bessere Leistung abliefern. Das ist auf jeden Fall etwas, was nach dieser Woche auch da rausgekommen ist. Auch wir spielen lieber, oder die Mannschaft vor allen Dingen, auf Rasen. Ich hätte nie gedacht, dass wir heute spielen. Ich bin mal gespannt, ob der Platz im halben Jahr wieder gemacht worden ist oder ob wir jetzt erst bis zum nächsten Rüdigen-Spiel warten müssen. Für mich eine Katastrophe. Ich glaube, die Grundburg bei euch ist gesperrt.
hier wird gespielt. Ihr hättet auch gewonnen, wenn wir in 4 Monaten gespielt hätten wahrscheinlich, aber dass unser Platz kaputt gemacht werden darf und alles andere zugemacht wird. Ich bin da ganz anderer Meinung. Die Crew und Thomas Schlösser, die das hier alles aufgezogen hat, ein Riesenkompliment, das ist eine Riesenarbeit, ich habe das auch mal am Rande immer mitbekommen. Die haben, glaube ich, nichts anderes mehr gemacht, als nur dieses Spiel vorzubereiten. Riesenkompliment haben sie Weltklasse hinbekommen. Wie gesagt, ich bin kein Krefelder, deswegen kann ich über die Stadt schimpfen. Für mich eine Katastrophe, aber das ist wie gesagt nicht mein Part. Ich denke, sportlich hat die Mannschaft gezeigt, dass sie heute ein ganz anderes Gesicht hat. Ich bin mit dem Auftreten zufrieden. Ein bisschen Glück nehmen wir vielleicht einen Punkt mit. Hätte ich der Mannschaft gewünscht, hätte ich dem Thomas Schlösser und seinem Team gewünscht. Hat leider nicht geklappt. Ich wünsche mit KFC Uerdingen alles Gute, viel Erfolg insbesondere dem Trainer. Ein sehr fairer Sportsmann, vor allen Dingen sehr sympathisch. Das trifft man ja auch nicht immer. Besten Dank. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an Josef Scherfi von Seiten der Presse? Wenn das nicht der Fall ist, denke ich mal, dass der sehr ausführlichen Stellungnahme der beiden Trainer nicht mehr viel hinzuzufügen ist. Irgendwie, das sage ich jetzt mal als einer der Verantwortlichen des VfL Fischern, bin ich froh, dass es vorbei ist. Es war ein Experiment, es hat uns alle ein bisschen nervös gemacht, es ist gut gelaufen, aber trotzdem freue ich mich persönlich auf den Liga-Alltag. Obwohl ich natürlich gerne viele Zuschauer habe. Ich freue mich auch, wenn ein paar mehr hier sind als normalerweise. Aber das Ganze hat natürlich zwei Seiten. Gut, es war ein guter Tag, finde ich. Thomas, nick mal. Gut, wir sind uns einig. Wir sind uns auch einig in der Spielbewertung, denke ich mal. Mir bleibt nichts weiter, als mich nochmal zu bedanken für den Besuch heute, für die Treue und die Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr. Ich wünsche Ihnen allen nochmal gesegnete Weihnachten. Das habe ich vorhin schon draußen versucht. Da gab es einige blau-rote Fans, die waren der Meinung, das nicht hören zu wollen. Deshalb wiederhole ich es hier nochmal ganz ausdrücklich. Gesegnete Weihnachten, alles Gute fürs neue Jahr. Und ich hoffe, wenn es hier wieder losgeht im März, dann sehen wir uns alle wieder und dann bringen wir diese Saison erfolgreich zu Ende. Vielen Dank.